Herzlich willkommen hier zu dem neuen Video bei Marvin Macht's. In diesem Video geht es um die ganz neuen Anker Soundcore Aerofit Pro. Das sind ganz spezielle Bluetooth-Kopfhörer. Was diese Kopfhörer so besonders macht, ob sich ein Kauf lohnt und wie die sich in den letzten Wochen bei mir im Test geschlagen haben, all das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los, ganz viel Spaß. Ja, liebe Leute, ich habe die Soundcore Aerofit Pro mittlerweile wirklich überall getestet. Egal ob im Flugzeug, ich war damit in Barcelona, am Strand, spazieren, ich habe damit Sport gemacht, ich war damit Fahrradfahren, im Zug und so weiter. Und von daher kann ich euch wirklich sagen, für wen sich diese Kopfhörer besonders eignen. Starten wir zunächst mit dem Lieferumfang. In der Verpackung findet man einmal das Charging Case inklusive der Kopfhörer. Dann gibt es noch ein Halsband in der passenden Farbe sowie ein USB-C-Kabel. Das Besondere bei diesen Bluetooth-Kopfhörern ist einfach die Tatsache, dass wir hier ein Open-Ear-Design haben. Das bedeutet, die Kopfhörer steckt man nicht ins Ohr, also der Hörgang bleibt hiermit frei. Das heißt, mit diesem Bügel hängen sie ganz angenehm am Ohr. Das hat zum einen den Vorteil, dass man sie sehr lange tragen kann, ohne dass sie herausfallen und so weiter, weil man eben den Bügel hat. Und zweitens hat man den Vorteil, dass man auch alles von der Umgebung mitbekommt. Das ist natürlich super praktisch, wenn man zum Beispiel draußen Sport macht oder auch Fahrrad fährt, dann hört man auch die Autos um sich herum. Und zum anderen hat man außerdem den Vorteil, dass das Ohr die ganze Zeit Luft bekommt. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Vorteil. Ich bin hiermit 4 Stunden lang im Zug gefahren und hatte keinerlei Probleme. Ihr kennt das vielleicht im Zug, manchmal kriegt man da so ein bisschen, wenn man gerade auch In-Ear-Kopfhörer nutzt, so einen Unterdruck oder sowas. Das hat man hier überhaupt nicht, weil das Ohr die ganze Zeit ganz normal belüftet werden kann. Im Grunde genommen gibt es 2 verschiedene Arten von Open-Ear-Design-Kopfhörern. Einerseits gibt es die Technik, die Aerofit hier verbaut, andererseits gibt es aber auch diese Knochen-Bluetooth-Lautsprecher. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Der große Nachteil bei diesen Knochen-Bluetooth-Lautsprechern, die auch dann über dem Ohr hängen, ist einfach, dass die Soundqualität sehr, sehr schlecht ist. Hier habt ihr also eine deutlich bessere Soundqualität. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Soundcore hier einen riesigen 16,2 mm Treiber integriert hat. Wo wir jetzt schon mal bei der Soundqualität sind, ich bin wirklich begeistert von den Soundcore Aerofit Pro. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal so Open-Ear-Design-Kopfhörer, die man sich auch so mit so einem Bügel übers Ohr hängt. Da war ich aber nicht wirklich 100% begeistert von der Soundqualität. Da hat mir vor allen Dingen im Bassbereich sehr viel gefehlt. Hier hingegen bin ich voll und ganz zufrieden. Also der Bass ist wirklich super und es gibt auch noch Equalizer-Einstellungen, doch dazu später mehr. Der große Treiber sorgt hier für einen robusten Bass, aber auch ein breites Klangbild. Dank LDAC bekommt man hier auch die beste Musikqualität auf die Ohren. Ein Highlight der Aerofit Pro ist das sogenannte 360 Spatial Audio Feature. Durch verschiedene Sensoren sind die Kopfhörer in der Lage, den Kopf zu tracken und somit bekommt man ein sehr immersives Klangerlebnis. Dieses Feature kann man natürlich jetzt nicht über das Video rüberbringen, deswegen müsst ihr das unbedingt mal live ausprobieren. Durch den sicheren Halt sind die Kopfhörer natürlich perfekt geeignet für Extremsportler, Marathonläufer oder auch normale Sportler oder wenn ihr einfach ins Gym wollt. Durch die IPX5-Zertifizierung muss man sich auch keine Sorgen bei Regen oder Schweiß machen. Die Oberfläche besteht aus einem hautfreundlichen Material und fühlt sich sehr gut an. Die Kopfhörer lassen sich zudem auch biegen, da sie flexibel sind. Innen befindet sich ein 0,7 mm dünnes Titankabel, wodurch die Langlebigkeit garantiert wird. Laut Soundcore lassen sich die Kopfhörer über 5000 Mal hin und her biegen und behalten danach immer noch perfekt ihre Form. Bei mir haben die Kopfhörer direkt sehr gut gepasst. Für einen noch besseren Halt kann man aber noch das beiliegende Halsband anbringen. Das wird einfach durch Einklicken installiert und die Länge kann man dann im Nacken einfach anpassen. Das Halsband ist natürlich super geeignet für alle Sportler, egal ob ihr jetzt rennt oder auch vielleicht mit dem Mountainbike über irgendwelche Huckel unterwegs seid, dann habt ihr einfach einen noch sicheren Halt. Ich muss aber sagen, ich benutze die Kopfhörer zu 99% einfach so und bei mir sind sie noch nie rausgefallen. Allgemein liegen die Aerofit Pro echt super angenehm im Ohr. Auf der Oberseite beider Kopfhörer befindet sich ein Knopf. Hierüber kann man dann den Song wechseln oder auch ganz einfach die Lautstärke ändern. Wenn sich die Bluetooth-Kopfhörer in dem Ladecase befinden, werden sie natürlich jederzeit wieder auf 100% aufgeladen. Wenn man sie mit 100% jetzt rausnimmt und verwendet, dann hält der Akku, haltet euch fest, bis zu 14 Stunden. Mit einer Ladung. Mit dem Case kommt ihr dann auf insgesamt 46 Stunden, was wirklich unglaublich ist. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich war hier mit 4 Stunden in einem Zug unterwegs. Ich habe sie keinmal in das Case gepackt und die 4 Stunden waren natürlich gar kein Problem. Und ich konnte die ganze Zeit Musik hören und Filme schauen. Was ich auch noch ganz nützlich finde, ist hier die Schnellladefunktion. Wenn die Kopfhörer nach 14 Stunden dann mal leer sind, einfach ins Case packen für 10 Minuten und dann kommt ihr wieder auf 5,5 Stunden Musikgenuss. Soundcore-typisch gibt es hier auch noch eine Soundcore-App für das Smartphone. Hier kann man zum einen die Firmware aktualisieren, aber auch die Equalizer anpassen. Ich kann euch hier den Soundcore Signature Sound empfehlen, da der Sound hier sehr ausgewogen ist. Trotzdem bekommt man gute Bässe aufs Ohr. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt über Bluetooth 5.3 und ich hatte hier keinerlei Aussetzer. Auch wenn das iPhone mal vielleicht in einem anderen Raum war, hatte ich hier keinerlei Probleme. Neben den Aerofit Pro hat Soundcore auch die Aerofit, also ohne Pro, auf den Markt gebracht. Diese sind nochmal leichter, sind ein bisschen abgespeckt, kommen zum Beispiel ohne Spatial Audio. Dafür sind sie aber auch nochmal günstiger. Links zu den Aerofit Pro und zu den normalen Aerofit findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und das Coole ist, es gibt die Kopfhörer in vielen verschiedenen Farben. Von daher schaut einfach mal rein, was euch da am besten gefällt.
Kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich habe die Aerofit Pro jetzt sehr oft getestet. Bei allen möglichen Bedingungen. Im Regen, beim Fahrradfahren und so weiter. Und das Schöne ist einfach, über das Open-Ear-Design bekommt man auch alles aus der Umgebung mit. Gerade wenn man in Berlin unterwegs ist mit dem Fahrrad. Ich fahre eigentlich jeden Tag Fahrrad. Da sind die Kopfhörer natürlich perfekt. Für alle Sportler da draußen, für alle Leute, die ins Gym gehen, wirklich ein super Teil. Der Halt ist sehr gut. Die Soundqualität ist für ein Open-Ear-Design richtig gut. Und alles in allem denke ich, dass man bei dem Preis hier nichts falsch machen kann. Wie gesagt, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt dort gerne mal drauf. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.